So leicht kannst du abnehmen, denn du musst nichts weiter tun, als Schritte gehen. Spazieren gehen oder auf Neudeutsch Schritte sammeln ist ein super Tool, um in deiner Diät ordentlich Kalorien zu verbrennen. Wir Deutsche gehen im Schnitt 5200 Schritte pro Tag. Das ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Man hört ja von verschiedensten Quellen immer wieder die goldene Regel von den 10.000 Schritten am Tag. Aber was ist da eigentlich dran? Das Ganze beruht nicht auf einer medizinischen Forschung, sondern war ein genialer Trick der Werbeindustrie. Mit diesen 10.000 Schritten am Tag konnte der Schrittzähler aus Japan in den 1960er Jahren perfekt vermarktet werden. Aber dieser Richtwert ist gar nicht mal so schlecht, denn wir verbrauchen pro Stunde ca. 300 Kalorien nur mit dem Gehen, natürlich abhängig auch von Körpergröße und Körpergewicht. In dieser Stunde spazieren gehen schafft man ca. 6000 Schritte. Generell kann man sagen, 1000 Schritte verbrauchen 40 bis 60 Kalorien. Deswegen wieder meine Paradedisziplin, ein Rechenbeispiel, aber vorher würde mich gerne mal interessieren, wie viele Schritte gehst du am Tag? Bei mir sind es so ca. 12.000 bis 15.000. Wir wissen natürlich, 1 Kilogramm Körperfett enthält ca. 7.000 Kalorien. Wenn wir jetzt anstatt 5.000 Schritte, wie der Durchschnittsdeutsche am Tag geht, 10.000 Schritte pro Tag gehen, erhöhen wir unseren Kalorienverbrauch um 250 Kalorien pro Tag. Wenn man das Ganze mal auf einen Monat hochrechnet, würdest du 7.500 Kalorien mehr verbrennen. Das bedeutet, du würdest pro Monat mehr als 1 Kilo Körperfett verbrennen. Einfach nur so als Bonus. Dieses Rechenbeispiel lässt sich sogar in der Studie von Kleist und Kollegen relativ gut bestätigen. Es wurden zwei Probandengruppen gebildet, die beide in einem gleichen Kaloriendefizit waren. Der einzige Unterschied ist, die eine Gruppe hat zusätzlich 2,5 Stunden Schritte gesammelt pro Woche. Das bedeutet ca. 20 Minuten am Tag aktiv mehr Schritte gesammelt. Natürlich haben beide Fett verbrannt, denn sie waren ja in einem Kaloriendefizit. Und das kannst du natürlich auch erreichen, ohne Sport zu machen. Aber nach 12 Wochen hat die Gruppe, die pro Woche 2,5 Stunden mehr Schritte gegangen ist, ungefähr 1,6 Kilogramm mehr Fett verbrannt. Das Ganze nur mit 20 Minuten pro Tag. Das sollte doch eigentlich jeder schaffen. Der Riesenvorteil vom Gehen ist, es kann eigentlich so gut wie jeder machen und es ist deutlich angenehmer, weil es einfach weniger anstrengend ist, wie andere Cardio-Einheiten, wie zum Beispiel Joggen oder Spinning oder sonstiges. Außerdem finde ich es sehr beruhigend und stressabbauend, an der frischen Luft spazieren zu gehen und vielleicht auch noch einen Podcast zu hören. Jetzt aber die spannende Frage, gibt es eigentlich eine Obergrenze, was die Schritte angeht? Ich persönlich würde sagen, eigentlich nein, außer natürlich, du kommst irgendwann an deine Zeitkapazitäten. Was meine ich damit? Irgendwann musst du einfach so viel Zeit aufwenden, um deine Schritte reinzubekommen. Sagen wir mal, du gehst 20.000 Schritte am Tag. Wenn wir davon ausgehen, dass ungefähr 10 Minuten man 1000 Schritte schafft, dann brauchst du 200 Minuten am Tag aktives Gehen. Das bedeutet, ungefähr mehr als 3 Stunden würdest du gehen, nur um deine Schritte voll zu bekommen. Ich habe ein Selbstexperiment gemacht und bin wirklich eine Woche lang 30.000 Schritte am Tag gegangen. Das Ergebnis war auf jeden Fall richtig krass in der Diät. Ganz gerne mal, ja, ich glaube, hier abchecken. Das ist sehr, sehr interessant. Empfehle ich dir auf jeden Fall. Aber ansonsten kannst du echt sehr viele Schritte gehen und ich sag's dir, es wird dir richtig helfen, deinen Kalorienverbrauch zu boosten und somit besser abzunehmen. Wie kannst du denn bewusst und unterbewusst mehr Schritte gehen? Du kannst dich aktiv dafür entscheiden, gewisse Erledigungen zu Fuß zu erledigen, zum Beispiel Einkäufe oder Sachen zur Post bringen, oder wenn du schon mit dem Auto unterwegs bist, kannst du tatsächlich etwas weiter wegparken, um dann die Schritte, sag ich mal, zum Einkaufsladen oder sonst wohin, halt zu Fuß zu gehen. Das ist Trick 17 von mir. Hilfreich ist ebenfalls, wenn du mehrere kleine Spaziergänge in deinen Alltag einbaust, zum Beispiel immer nach dem Essen einen kleinen Verdauungsspaziergang von ungefähr 15 Minuten, schon hast du pro Tag eine Stunde mehr Aktivität. Oder wenn du dich mit deinem Freund oder deiner Freundin triffst, um zu quatschen, kannst du das Ganze natürlich auch noch aktiv machen. Das bedeutet, ihr trefft euch, quatscht und dabei geht ihr spazieren. Die Zeit geht schnell um und trotzdem behaltet ihr eure Aktivitäten bei und verbraucht deutlich mehr Kalorien. Klingt im ersten Moment komisch, aber tatsächlich mache ich das immer so mit meinen Kumpels und es klappt einfach richtig gut. Eine letzte Methode habe ich noch und zwar versuche irgendwie deine Schritte zu tracken. Zum Beispiel hier mit so einem Armband oder so einem Fitnessarmband oder auch mit irgendwelchen Apps, die du auf deinem Handy haben kannst. Denn so bist du natürlich motiviert, dein Schrittziel zu erreichen, weil es ist immer wieder cool zu gucken, okay, wie viele Schritte habe ich, und allein das, weil es dir bewusst ist, wird dir helfen, mehr Schritte zu gehen. Ich verspreche es dir. Schritte gehen ist wirklich kein Hexenwerk. Ich kann es dir zu 100% empfehlen, weil ich es bei mir in meiner Diät auch verwende und es wirkt wirklich gut. Deswegen teste es gerne mal aus und wenn du sehen möchtest, wie viel ich in einer Woche abgenommen habe, nachdem ich 30.000 Schritte am Tag gegangen bin, dann check das Video ab. Ich würde sagen, ich bin raus. Hau rein, mach's gut. Ciao.